Herzlich willkommen zu einem neuen Part Final Fantasy 12. Wir sind jetzt aus dem Yahara-Dorf gerade rausgekommen, wollen jetzt weitergehen unseren Weg. Larsa ist dazu gekommen. Wir haben wieder einen wichtigen Teil der Hauptstory mitgemacht, würde ich fast sagen. Aber wir wollen uns jetzt erstmal nochmal in die Osmone-Ebene begeben. Und zwar würde ich ganz gerne da ist schon wieder unser Freund, die Schlange. Ich mache kurz einmal ein kleines Päuschen. Und zwar würde ich nämlich ganz gerne den Jungen. Begegnen. Den würde ich jetzt kaputt machen. Erstmal einmal wollen. Wo wir jetzt gefällt sind. Ich würde einmal kurz gucken. Ach, Weltkarte kann ich auch so gucken. Und zwar, wo ich da hin muss. Hier ist das Haugrünland. Hier ist die Schwingenwiese, Erdspirale, Schlangengrün. Was gibt es ja noch verschiedene andere? Ich würde nochmal einmal kurz zurückgehen wollen. Mit diesem Krieger dann doch tatsächlich dort reden. Weil vielleicht weiß er tatsächlich mehr, als wir wissen. Das ist ja oft so. Wie gesagt, ich benutze ja nur bei Nebenaufgaben diese Komplettlösung. Und ich wollte es ja benutzen wegen der Doxalanz, was sich dann ja aber nicht wirklich gelohnt hat. Hat er dann auch gleich einen Namen? Wir haben einen Freiritt bekommen auf einem Chocobo, den ich aber gerne nicht annehmen möchte, da ich den vielleicht für später mir nochmal einmal aufbewahren möchte. Steht so viele hier? Nee, der liegt da auch immer noch und schnorcht. Ich hab gerade angequatscht hatten wir den. Kannst du das hier irgendwo sein? Das ist Spinell. Den brauche ich natürlich nicht mehr fragen. Ach Mensch. Vielleicht? Nee, du bist nur ein Züchter. Ein Nana-Züchter, was ist denn überhaupt ein Nana? Ein Chocobo mit vier Füßen. Die sehen aber nicht sehr glücklich aus, Herr Nana-Züchter. So, der soll ja irgendwo sein bei einer Brücke. Ich denke mal hier einer von denen, oder? Von Engedoras soll ich dir berichten. Ah, Sicherheit ist etwas mit dem, wie nennt ihr das gleich noch, Mob zu tun. Revier dieses wilden Slugs ist das Schluchttal im Osten der Osmone-Ebene. Doch hat er nicht viel für die Uhus übrig, die dort herumstreifen. Um ihn herauszudrücken, müssen erst die Uhus im Tal ausgeschaltet werden. Ich würde gerade sagen, abgeschlachtet. Lege dich dann in einiger Entfernung auf die Lauer. Meine Erfahrung als Jäger hat mich gelehrt, dass Engedoras nach einiger Zeit auftaucht. Okay. Das heißt, da wo wir vorhin waren, müssen wir nochmal hin, die ganzen Uhus einmal kaputt machen. Hört sich so böse an, ne? Aber ist ja so. Von daher, ach Gottchen. Das heißt, wir laufen jetzt erst wieder in Richtung von den Uhus. Hättest du dafür auch das Haar auch woanders machen können, ne? Ach naja. Machen die auf jeden Fall alle erstmal ein bisschen kaputt. Ich liebe die Musik, die ist so freundlich und lustig und witzig. Und jedes Mal kommt hier so eine doofe Schlange. So. Allerdings wird, glaube ich, Larsa nicht, also das wird in meinem Erfahrungspunkt keinen Abtrieb. Also es kriegt nicht weniger Erfahrungspunkte, nur weil er jetzt mit dabei ist. Weil Larsa selber levelt ja nicht. Von daher kann es mir eigentlich egal sein, wie viele Leute ich jetzt. Also ich, ja, normalerweise soll man irgendwie nicht so viele Leute mitnehmen, aber mir ist es relativ. Schon wieder irgendwas im Gras gesehen. Na. Ich sehe doch die Schatztruhe. Aha.
Jetzt deine Puschen. So, dann gehen wir zu den U's. Da waren wir ja letztes Mal auch schon. Das müsste ja der Spirelli sein, oder wie er heißt. Also wie in einer Nudelsorte quasi benannt. Aber diese doofe Afran trifft nicht immer. Das ist echt nervig. Warum trifft sie nicht immer? Das ist das die große Frage. Das ist eine gute Frage, die ich mich wirklich stelle. Naja, was soll's. Parieren sie aus? Warum? Das weiß ich nicht. Also hier hin. Und dann eigentlich nach da. Ins Schlangengrün. Ja, okay, gut. Potion kann man immer gut gebrauchen. Schade finde ich wirklich, ich rede immer darum, es ist so toll, aber trotzdem finde ich einige Punkte halt schade, dass man nicht ins Menü gehen kann und die so heilen kann. Oder kann man das? Und ich weiß es nur einfach nicht. Kann ja auch sein, ne? Das gibt es ja tatsächlich auch, dass es sowas gibt. Aber ich glaube nicht. Doof finde ich auch, dass diese Balken da über die den Häschenohren haben. Ich meine, ich habe ja, ich habe das doch schon da. Oh, kann ich das irgendwo aufstellen? Wüsste ich jetzt auch nicht. So, wir gehen nämlich hier einmal hin. Wir sehen. Oh, diese Schlangen, ne? Die machen mich wirklich nervig. Nervig machen die mich wirklich kaputt. Zack. Ha! Ich jetzt nochmal hin. Ich hab's schon wieder vergessen. Ach doch. Wir sind noch da. Okay. Nehmen wir das einmal hier mit. Oh, den Schatz. Eine Potion. So, sie können sich nämlich nochmal heilen. Das ist doch gut. Vitra heilen. Ach, ich hab momentan wirklich kaum Geld. Das heißt, ich müsste wirklich eigentlich mal privater wieder so ein, zwei, drei Stunden Geld farmen gehen. Kann man ganz gut dann da, wo wir hinkommen. Deshalb mache ich das jetzt noch nicht. Uhus! Uhus! Kommt her und kämpft mit mir! Stirb! Wiedersehen! Wiedersehen! Hauptsache, die lassen wirklich nichts fallen, ne? Also was muss ich natürlich dann schon gleich aufheben. Ich glaube, wir sind noch lange nicht da. Ich habe auch mal nachgeguckt in diese Zetania, wie auch immer, soll man erst gehen mit Stufe 45 circa. Jetzt weiß ich, warum ich da fast gestorben bin. Und tut den erstmal fallen. Nein, nicht wieder, sondern bitte einmal Vitra. Also, da waren ja noch ein paar. So, hier sind noch ein paar mehr Uhus. Hallo, auf Wiedersehen. Tschüss. Eine gute Feder ist schon genug, denn... Ach, hier ist mal ein Häschen, hier ist mal ein Häschen. So, wir sind jetzt aber hier, erst im Schlangengrün. Wir gehen noch mal ein bisschen weiter nach Osten. Müssen wir, denke ich, mal hier hingehen. Geht ja auch noch nicht weiter. Das heißt, wir sind jetzt wirklich kurz gerade auf der Jagd von dem Mob.